Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege. Yay, endlich gibt's mal wieder eine Folge. Ich hatte letzter Zeit die Lust an dem Spiel extrem verloren. Wir nehmen dann Geiselhammer, dann nehmen wir mal Sledge. Also wirklich extrem verloren. Und mir hat aber jemand in den Kommentaren geschrieben bei Facebook, dass seit dem Patch, seit dem letzten Patch, das Spiel wohl richtig gut sein soll. Deswegen habe ich mir so gedacht, oder dass es wesentlich wieder gut sein soll. Die letzten Fehler waren ja extrem. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zocke jetzt einfach mal ein paar Runden und schau mal, was der Tag so bringt. Auf gut Deutsch. Also das wirklich, ich hatte Unmengen noch aufgenommen gehabt, aber da waren echt. Also wenn du eine Stunde gespielt hast, konntest du eine Folge von nehmen, wenn es hochkommt überhaupt, weil du saßt ewig in der Ladebildschirm ständig irgendwo rausgeklitscht oder was auch immer. Das hat mich so genervt zuletzt. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Und naja, schauen wir mal, was der Patch jetzt bringt. Entschuldigt doch bitte, wenn die Stimme vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ich hatte es in einem anderen Let's Play schon gesagt. Ich bin umgezogen und leider ist das neue Aufnahmezimmer nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das neue Spielzimmer. Das schallt hier extrem. Ich musste hier schon Bettlaken spannen. Und alles sowas. Und einen Teppich reinlegen, der überhaupt nicht hier reinpasst. Scheint sie nicht. Und Pyramidenschaumstoff ist bestellt. Dauert aber ein paar Tage, bis der kommt. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Und schon wieder packe ich irgendwo rum. Ah, jetzt. Wo ist denn die Geisel? Die ist da hinten. Die ist da hinten. Wir bleiben da einfach mal drin. Ich spiele komplett alleine, wie ihr gerade seht. Also wirklich mit vier Randoms. Mal gespannt, ob ich irgendwas reißen kann. Wie gesagt, das ist auch mein. Seht ihr, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los, jetzt geht's. Wer denn gerade geflogen? What the fuck, ich hab den voll erwischt. Ah, das ist wieder genau das, was ich meine. Das ist Hook, okay. Es gefängt euch wieder gut an. Das fängt ja schon gut an. Aha. Oh, schön in den Arsch geschossen. Wieso wurde da jemand aus dem Match entfernt schon wieder? Nice, schöne Runde. Also dieser Typ hier, der macht das echt gut. Der Survivor Jumbo. Ich glaube, der hat einen Ace geholt. What the fuck? Puh. 83. Also bei mir brauche ich ja nicht selber gucken. 26. Also das Overlay hier sieht auch jetzt ein bisschen anders aus, finde ich. Jetzt sollen ja einige Fehler rausgepatcht worden sein, der unter anderem der Fehler mit Kapkan, dass man da diese Fallen.
Sowjetmaniacs, oh Gott. Es gibt echt Namen. Ja, sollen sie machen. Wir wissen sie wenigstens, wo wir sind. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich weiß gar nicht, ob das hier so Sinn macht gerade. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zur Geißel. Aber ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Wo markiert er denn? Ich höre es markieren, aber ich sehe es nicht. Da. Nice. Ich habe keine Weste an. Nein, 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 nein. Kann mir mal jemand den Fuß schießen? Can you shoot me in the foot? Nein, natürlich nicht. Also die Waffe von ihr haben sie immer noch nicht gepatcht. Die ist immer noch so pervers. Wer ich das wohl wusste? Alter, ich bin fast tot. Hilfe! Doc! Stell mich wieder hin! Doc! Schmeiß ein Medikit! Doc! Schaut mir in so viel Food. Feed. Ah, ich bin eh gleich tot. Du wirst entdeckt, wenn du bist aufgeflogen. Ah, scheiße. Das war auch echt dumm. Ja, komm, töten. Das war echt dumm. Mit einer MG oder so hätte ich ihn wahrscheinlich gekriegt. Aber ich glaube, die Distanz war jetzt gerade für die Shotgun einfach zu viel. Oh, da lädt noch schön in Ruhe nach. Da liegt er. Aber guck mal, ich habe sie alle dreimal angeschossen. Ich schätze mal, einer steht AFK am Spawn rum. Das würde das nicht so lange dauern. Nice. Okay. Steht doch keiner AFK am Spawn rum. Okay. Ah, ich habe noch einen Assist bekommen. Geil. Schöne Runde. Ah, das war der Typ, der mich getötet hat. Alter, was hat der denn für ein Aim? Fuck. Ah, ich habe den tatsächlich noch auf die Distanz noch erwischt. Aber ich war einfach zu low. Was das Schießen und was das HP angeht. Oder die HP angeht. Nee, wir spielen mit der F2. Ja. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Irgendwie spawne ich mit der Drohne immer an der gleichen Stelle. Das ist ein bisschen lame.
Da oben ballern sie schon. Okay, Loki hat sie schon gefunden. Oh, da ist gerade einer hochgelaufen. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden. Einer streunert. Geisel gesichtet. Ich hatte gerade einen übelsten Soundbug. Das klang gerade nicht schön. Die ist tot. Die ist aus. Das gucken, dass sie da oben keine Fenster aufgemacht haben. Sind die jetzt direkt dahinter? Fahren wir nochmal mit der Schockdrohne hoch. Gucken wir mal ein bisschen uns um. Gibt es eigentlich irgendeinen Bug, dass die alle Rekrut jetzt aktuell spielen oder so viele Rekruten unterwegs sind? So nicht, mein Freund. So nicht. Nice. Nice. Ich habe den irgendwie gehört da. Das war mir vollkommen klar, dass der kommt. Ich habe den irgendwie... Boah. Nice. Schöne Runde. Fanny, wenn ich mal alleine spiele, makelloser Sieg natürlich, wenn ich mal alleine spiele, dann kille ich auch mal jemanden. Ah, ja, liebe Leute, kurze Runde. Ich glaube, das waren jetzt 12 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns ja morgen wieder zur nächsten Folge von Rainbow Six Siege hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, bis morgen. Ciao.